Ja, Edi! Hier was Frauen zuerst. Sacredito, ha? Ja. Weidmanns Heil. Weidmanns Heil. Ja. Eine blöde Frage, warum bist du gestern vom Stammtisch so früh angehaut? Was heißt angehaut? Du bist sang- und klanglos von einmal verschwunden. Mich hat heute in der Früh die Zusammengang, wenn du unter den Tisch erst aufgeweckt hast. Na, aber du schaust echt nicht gut aus, du. Ja, geh hör auf, erst ja. Also, ich sag, trink einmal ein Reparaturschlickerl. Nein, nur Pflanzen brauchst du mich nicht, gell, weil ich bin eh auf die Nerven fertig. Gell. Mir ist nicht zum Lachen. Warum? Und, gell, das Anfütterungsverbot macht mich fertig. Kommen ja keine Jahre mehr zu uns. Jetzt muss ich selber 6 Mal im Tag in den Wald rausgehen, schießen, dass ich einen Abschussplan erfüllen kann, was mir vorschreiben wird. Was? Es seid ihr nicht Deppen. Wir Tiroler lassen es für die Wiener als Jäger nicht verbieten. Dass das klar ist, muss ich dir erzählen. Gestern um 3 in der Früh ist der Hans aufgestanden auf die Hampfalz. Und wieder ins Revier außen kommt, hat es geschnieben, geringt, ein eiskalter Wind ist gegangen, hat er mal umgedreht. Geht wieder heim, legt sich ins Bett rein, legt den Arm um seine Frau um und sie so im Halbschlaf, sagt, und, wie schaut's außen aus? Sagt, grausig, Regen tut's, Schneiden tut's, kalt ist. Und mein Mann, der Trottel, ist auf die Jagd gegangen. Ja. Aber ich will dir nur eins sagen, du schaust auch nicht gut aus, gell? Aber ich glaube, bei dir ist das der Zahn der Zeit, an dem Aussehen nach. Wie alt bist du denn jetzt eigentlich schon? Vor 57 Jahren habe ich das Licht der Welt erblickt. Ja, also wie du ausschaust, musst du vorher schon etliche Jahre blind gewesen sein. Weidmanns Heil. Weidmanns Heil. Auf die Leiber der schönsten Weiber. Hat deine Frau jetzt die Jagdprüfung gemacht eigentlich? Aber wo, die hat inskribiert. Was? Muss man für die Jagdprüfung jetzt auf die Universität? Nein, die hat inskribiert, die will studieren. Medizin, Veterinärmedizin in Innsbruck. Wieso, ist sie eine Deutsche? Warum soll sie eine Deutsche sein? Ha, wenn sie kein Deutsche ist, hat sie in Innsbruck auf der Universität überhaupt keine Chance. Na ja, ist mit eurer Einschreibebestimmung da nicht was von den Minister Töchterle da, ne? Ich höre jetzt auf, der Töchterle ist der einzige Lichtblick in Wien. Wegen dem haben sie die Bundeshymne geändert. Das ist das einzige Töchterle, was taugt. Sag ich dann, und mit der Studiererei, es muss nicht jeder studieren. Es muss nicht jeder Dulm ein Studierter sein. Wir haben ja schon studierte Dulm genug. Ja, das stimmt. Wenn ich denke, zum Beispiel mein Chef in meiner Firma, gell, das ist auch ein Studierter. Na, hör jetzt auf. Hör jetzt auf. Nein, apropos. Ich muss halt ja schon in der Firma sein. Ich habe nämlich das Telefon umgelenkt auf mein Handy. Das läutet schon lang. Läutet schon lang. Scheiße. Ja? Nein, ich kann jetzt das nicht erledigen. Nein, das auch nicht. Wie? Nein, das wird morgen schon auch noch gehen. Was heißt das, Sie Pfeife? Wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Das weiß ich natürlich nicht. Amit, der neue Chef. Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Auch nicht. Ja, habt ihr noch mal Glück gehabt, ne? Sag einmal, Edi, trinkst du heimlich? Nein, meine Frau hat gesagt, ich trinke nicht heimlich, ich trinke unheimlich. Hat sie mir schon jetzt kurz vor kurzem wollen zu den anonymen Alkoholiker schicken, gell? Hab ich gesagt, du geh ich nicht hin. Ich rede nichts mit Leuten, die ich nicht kenne. Hat sie mir gleich die Psychiatrie einleisen lassen, du, das war der. Ja, da bin ich hingekommen in ein Zimmer, haben sie mir eingeführt, da ist schon einer drinnen gewesen. Sagt er, wie heißen Sie? Hab ich gesagt, Heidi Klum. Hat er gesagt, ja, so weit war ich auch schon, wie ich da hergekommen bin. Da bin ich gleich angehauen, du. Also. Ja, muss ich dir erzählen, Lady. Bei uns war jetzt der Bundespräsident in Hall, in Tirol, in der Psychiatrie. Der hat auch die geschlossene Abteilung besucht, hat er gesagt, du, in Wien bin ich auch in der geschlossenen, also Hofburg. Und auf Tisch ein in die geschlossene und auf Tisch zum ersten Zuwi hat er gesagt, grüß Gott, ich bin der Dr. Fischer, ich bin Ihr Bundespräsident. Und er
Oha, bei dem Falls. Ist er zum zweiten hin. Grüß Gott, ich bin der Dr. Fischer, ich bin der Bundespräsident. Also zum dritten Zubi, das war ein Zillertaler. Grüß Gott, ich bin der Dr. Fischer, ich bin Ihr Bundespräsident. Hat der Zillertaler links geschaut, rechts geschaut und dann sagt, nur ein Sauge der Mandl. Der spricht, treiben Sie da herinnen schon aus. Ja. Edi, was bläst denn jetzt? Schau mal auf du. Und gesoffen wir mal schon, wie die trau mich nicht mehr heim. Und deswegen bleibst du so? Ja. Weißt, immer wenn ich heimfahre und ich bin angesoffen und es ist so spät, bleib ich schon wie lauter drei Häuser vor uns und steig aus, zieh mir die Schuhe schon am Gehsteig aus, mach ganz leise die Tür auf, die eine mach's ganz leise wieder zu. Dann zieh ich mich aus, geh ins Schlafzimmer, leg mich nieder und dann. Dann steigt's auf wie ein Drachen, dreht's Licht aus und scheißt mich immer furchtbar zusammen. Du bist ein Trottel. Wieso? Du bist ein Trottel, weil du ein Trottel bist. Ich bin aus einem Fetzen hoch. Ich fahr mit quietschenden Raufen dreimal um die Bude. Auf die Einfahrt zu der Garage auf, dass der Kies auf und spritzt bis zum Schlafzimmerfenster. Dann reiße ich die Haustür auf und wichse sie zu. Und dann reiße ich die Schlafzimmer da auf. Alte, jetzt bin ich da. Jetzt bist du noch fällig. Weil dann stellt sie sich schlafend und dann tun ich meine Ruhe. Franz, und das hilft. Das hilft, das sage ich dir. Dann gehe ich das, probiere ich aus. Warte, da gehe ich mit, weil das schaue ich mir an. Für dich.